Laufe des Jahres 1942 wurden nach englischen Angaben etwa 1000 Angriffe auf deutsches Reichsgebiet geflogen. Darunter 17 schwere mit einer Abwurfmenge von mehr als 500 Tonnen Bomben und Brandbomben. Diese Großangriffe waren aus der Erwägung herausgeführt worden, dass die Lage der deutschen Kriegsindustrie zu dieser Zeit bereits auf das Äußerste angespannt sei. Man glaubte im Voraus berechnen zu können, dass die Rüstungsproduktion nach diesen Angriffen um 30% absinken werde. Vor allem aber wollte man die deutsche Zivilbevölkerung demoralisieren und ihre Wohnbezirke und Arbeitsstätten zerstören. Diese Angriffe auf weit gestreute Flächenziele brachten jedoch 1942 keinen Erfolg. Ebenso waren die von den schweren Angriffen auf die Wohngebiete erwarteten moralischen Wirkungen ausgeblieben. Dass dennoch das Jahr 1942 zum entscheidenden Jahr des Luftkrieges wurde und den Sieg der alliierten Bombenstreitkräfte anzeigte, liegt in der Tatsache begründet, dass die angloamerikanische Luftwaffe vor allem durch ihre zahlenmäßige Entwicklung der Deutschen inzwischen weit überlegen war. Die deutsche Luftwaffe sah sich 1942 auf allen Kriegsschauplätzen in die Verteidigung gedrängt. Die Luftschlachten, die noch gut ein Jahr zuvor über England und Deutschland ausgefochten wurden, fanden nun beinahe ausschließlich über dem Reichsgebiet statt. Im Luftraum des Gegners kam es nur noch zu sporadischen Angriffen deutscher Jagd- und Kampfflugzeuge. Die Zahl der alliierten Bombenangriffe steigerte sich 1942 von Monat zu Monat. Nicht nur in Bezug auf die Stärke der Verbände, sondern auch hinsichtlich der abgeworfenen Mengen an Spreng- und Brandbomben. In immer schneller werdender Folge erschienen sie über dem Himmel des Deutschen Reiches. Von nun an verging kein Tag, an dem nicht wenigstens kleinere Gruppen in das Reichsgebiet oder in die besetzten Westgebiete einflogen. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942 erfolgte gegen Köln der erste verheerende Luftangriff mit 1046 Bombern der zweimotorigen Typen Stirling, Wellington und Manchester sowie 67 viermotorigen neuen Lancaster-Bombern. Abgeworfen wurden 20 Luftminen, 864 Sprengbomben, 110.000 Stabbrandbomben und 1044 Phosphorbrandbomben und Kanister. Beschädigt oder zerstört wurden insgesamt 12.840 Häuser. 63.000 Menschen waren tot oder vermisst. Köln war, nach den Worten des britischen Luftmarschalls Harris, die gelungene Generalprobe für den Beginn der alliierten Luftkriegsoffensive gegen die deutschen Städte und gegen die Zivilbevölkerung. Da die Alliierten noch nicht über die gewünschte Stärke an viermotorigen Langstreckenbombern verfügten, wurden die meisten Angriffe nur durch zweimotorige Maschinen mit geringerer Bombenlast geflogen. Die Wucht der Angriffe war dementsprechend noch relativ gering im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Schon vor Beginn des Krieges hatte man sich in Deutschland mit der Problematik eines eventuellen Bombenkrieges und seinen Folgen auseinandergesetzt. Natürlich konnte niemand das Ausmaß der jetzt hereinbrechenden Katastrophe erahnen. Die nach den ersten Angriffen sofort eingeleiteten Hilfsmaßnahmen konnten natürlich nur insoweit greifen, wie die Angriffe ein gewisses Ausmaß nicht überschritten.
Scheint nur ein Störflieger zu sein. Mhm. Bei uns ist anscheinend nichts passiert. Ach, mein Betze, Bibi. Ich glaube, ich gehe nach oben. Schön wär's, aber noch ist der Alarm. Und auch wenn der Alarm vorüber ist, können wir uns nicht gleich verdrücken. Wer weiß, ob wir nicht draußen noch gebraucht werden. Gebraucht werden? Sie machen mir Spaß, junger Mann. Was ich brauche, ist mein je unterbrochener Schönheitsschlaf, sonst nichts. Aber Frau Böttcher, seien Sie doch nicht so unvernünftig. Hier geht es doch mehr als um ein paar Augen voll Schlaf. Ganz recht. So, und das sollen wir dann mit anfassen? Ja, natürlich. Für den Fall, dass draußen die Kräfte nicht ausreichen. Na, das kann ja lieb werden. Sind die nachts immer so witzig? Aber ich bin... Wir helfen? Vielleicht mit dem kleinen Löschgerät da? Ist doch nicht Ihr Ernst. Ein voller Ernst, Frau Böttcher. Stellen Sie sich einmal vor, es ist nicht gelungen, ein Feuer gleich nach dem Einschlag der Brandbombe zu löschen. Und es entwickelt sich ein größeres Feuer. Und wenn man dann nun ausreißt, das Feuer sich selbst überlässt, tja, dann ist es bald um Haus und Wohnung und Möbel geschehen. Nicht verkriechen, nicht nach Hilfe jammern, nicht sich hilflos hinstellen. Für uns gibt es da nur eine Parole. Komm im Feuer. Alt und Jung, Mann und Frau, Urlauber, Gast, Kind und Greis. Alle passen mit zu. Gelingt es nicht mehr, in die brennenden Räume wegen der starken Flammen und der unerträglichen Hitze einzudringen, dann Türen zu und verhindern, dass das Feuer durch die Türen durchrennt. Auf die Luftschutzpolizei können wir nämlich nicht warten. Die wird gebraucht für den Schutz von wichtigen Gebäuden. Und ruhig und überlegt werden die notwendigen Abwehrmaßnahmen getroffen. Wenn alle leicht brennbaren Gegenstände nach einiger Zeit niedergebrannt sind, lässt die Kraft des Feuers nach und nun heißt es, erneut in die Brandräume eindringen. Dann niemals sinnlos in den Raum spritzen. Stets Brandstelle nach Brandstelle ablöschen. Und wenn nun auch schon alles abgelöscht ist, heißt es weiter auf dem Posten sein. Durch verborgene Brandnester oder Phosphorreste kann das Feuer wieder aufflackern. Stimmt. Scheinbar abgelöschte Brandstellen können sich wieder entzünden. Gegen den Brandstaub schützen wir uns dann durch Brillen oder wir setzen uns die Volksgasmaske mit herausgeschraubtem Filter auf. Wie Sie das auch noch so ausmalen. Ja, da kann ja sozusagen unser eins auch als schwaches Weib noch seinen Mann stehen. Was heißt kann, Fräulein Lisa? Muss. Ach, das sind sehr schöne Aussichten. Schön oder nicht schön, danach fragt der Tommy nicht. Aber bloß mal angenommen, Ihre Wohnung brennt. Ich möchte nicht hören, wie Sie uns bitten würden, zuzugreifen und zu löschen. Um Gottes Willen, beschreien Sie es doch nicht. Ja, sehen Sie, liebe Frau, wir sitzen alle auf demselben Dampfer. Und wer sich drücken will, der ist ein... Ist gut, sie ist gut. Wir wissen genau, was Sie sagen wollen. Ja. Aber jetzt versteht wohl jeder, dass, wenn die Entwarnung ertönt, häufig erst die wichtigste Tätigkeit des Selbstschutzes beginnt. Auch dort, wo die eigentliche Brandbekämpfung schon durch die Luftschutzpolizei durchgeführt wird? Auch dort müssen wir helfen. Und wenn die Luftschutzpolizei schon wieder nach anderen Brandstellen abgerückt ist, dann müssen wir die Brandstelle gründlich vom Brandschutz säubern, damit sich das Feuer nicht nach unten durchfrisst. Ja, und dann noch längere Zeit darauf achten, dass sich nicht ein neuer Brand entwickelt. Bei Brandbekämpfung im Luftschutz muss man auf jeden rechnen können. Während des Fliegerangriffs und ebenso nach der Entwarnung. Auf jeden kommt es an. Helft alle mit. Durch eine breite Palette an Informationen in Illustrierten, Zeitungen, durch den Rundfunk und in der Wochenschau versuchte die Reichsregierung, die Zivilbevölkerung auf den zu erwartenden Bombenkrieg vorzubereiten. Brandbekämpfung, Verhaltensregeln und Energiesparmaßnahmen wurden anhand einfacher und verständlicher Anschauungsbeispiele immer wieder dargestellt. Die zumeist humoreske Note der Kurzgeschichten sollte die Tragik an sich entschärfen helfen und die optimistische Grundhaltung, es wird schon alles nicht so schlimm werden, hervorheben. Ruhig, Totchen, schön ruhig bleiben. Nur nicht die Nerven verlieren. Mach doch mal nicht. Ich bin ja schon dabei. Schön artig sein, Totchen. Fluchter Mist.
Ist doch alles halb so schlimm, Egon. Der Kopf ist ja nach oben. Der Ivan streut bloß ein bisschen die Gegend ab. Na klar, Mensch, du immer auf Milde. Das ist verdammter Dreck. Vielleicht warten die noch so lange, bis ich meinen Brief fertig habe. An wen schreibst du denn? An deine Braut oder an deine Mutti? Quatsch. Meine Alte natürlich. Na, hoffentlich lässt du dabei mal dein ewiges Meckern sein. Dass sie auch mal was Vernünftiges von dir hört. Mensch, von hier? Ich hab ihr nur mal geschrieben, was hier so wirklich los ist. Arsch der Welt. Laust. Dreckt. Überhaupt alles zum Kotzen. Was? Und sowas willst du wirklich abschicken? Klar, Mensch. Ja, man selber. Alles belämmert. Quatsch, der ganze Zirkus. Der Feind ist hier zu stark. Die Sache ist mies, Läuse und Dreck gratis. Und mit dem Fressen ist auch mal so. Und sowas willst du deiner Frau zumuten? Warum denn nicht? Das stimmt doch alles. Simon, du... hätte ich überhaupt den feuchten Lehmann, was ich meiner Frau schreibe. Nee, nee, lass an, Egon. Das geht mich doch eine ganze Menge an. Zugegeben. Schön ist anders. Aber schließlich... Komm, lauf erst mal ein bisschen. Aber schließlich geht es hier um mehr. Der Laden muss durchgestanden werden, mein Junge. Aber das tun wir doch auch. Eben. Warum schreibst du also das nicht nach Hause? Und schmecken tut sie doch auch. Na, das ist doch das Mindeste. Na klar. Hör mal zu. Ich habe da mal gelesen und wenn ich mir das so überlege, das stimmt nämlich. Der Feldpostbrief ist eine Brücke zwischen Front und Heimat. Nun mach du auch noch auf Belehrung. Hat mir gerade noch gefehlt. Fehlt dir nämlich wirklich, mein Lieber. Nur langs mir. Sieh mal, wie Herr von sagen, wenn die Heimat man bloß durchhält. Hast du gestern übrigens selber gesagt. Ja. Und zu Hause wollen sie dasselbe eben von uns wissen. Das ist nun mal so. Wir brauchen's und die brauchen's auch. Da stand übrigens weiter, ich hab's behalten, weil es prima gesagt war. Jeder Feldpostbrief ist heute eine Waffe. Und eine Waffe muss scharf bleiben. Na, und deine Kanone, Egon, die ist doch immer prima in Ordnung, wa? Oh, das ist doch arschklar. Aber mit dem Briefe, da glaubst du das, Kopf? Lass mir doch mein bisschen Privatleben. Ich bin nicht erst seit gestern Soldat. Ja, gerade deshalb müsstest du wissen, was so die Feldpost bedeutet. Sieh mal. Viele Millionen Briefe wandern jeden Tag zwischen Front und Heimat hin und her. Auch das hat mal so ein kluger Mann ausgerechnet und dafür einige Beispiele gefunden. Sieh mal, hier in der Zeitung steht, mit der Feldpost von einem Monat kannst du die ganze Welt einrahmen. Von Australien bis zur Beringstraße. Und von da über das Nordkap bis nach Alaska. Und von Alaska über Kap Horn und Kapstadt bis nach Australien zurück. Ist das vielleicht eine Wucht? Ist das eine Brücke zur Heimat? Ja, sehr schön. Verstehe auch. So eine Brücke darf nicht wackeln. Da darf kein Wurm nicht drin und nicht Faules dran sein. Aber macht das mal. Was soll man denn von hier schreiben? Du schreibst natürlich von Heldenmut und so. Und von Tapferkeit. Und immer voran. Und immer drauf. Irrtum. Ich schreibe auch die Wahrheit. Du allerdings schreibst nur von Dreck. Aber ich auch von der Sonne, die darauf scheint. Und dass wir es noch ganz gut schaffen. Und nehme damit meiner Frieda nicht den Mut. Verstehst du? Die hat mit Kind, Bombenschaden, nun auch noch mit Heimarbeit den Kopf schon voll genug. Na ja, du hast eben Fantasie. Was heißt denn Fantasie? Mal dir doch mal aus, was deine Frau zu deiner Meckerboss und meine Frau zu meinem Briefe sagen würde. Lass doch, Elli. Was schreibt denn der Papi? Gott, unser armer Papa. Was der auszuhalten hat. Immer mitten im Feuer. Und Läuse hat er auch. Und mit Essen ist auch mies. Man nimmt das bloß mal ein Ende. Der arme Papa. Und hier ist auch alles in Trümmer. Nee, sowas, sowas. Wie soll man das bloß schaffen? Man hat so nicht mehr Lust. Ein Brief vom Paten. Danke. Und so ist alles halb so schlimm. Wir sind frisch und munter. Und selbstverständlich halten wir durch. Darauf kommt es jetzt an, wo es ums Ganze geht. Komm mal her, Fränzchen.
Gott sei Dank. Der Vater ist gesund und guten Muts. Das ist die Hauptsache, nicht wahr? Klar, Mutter. Dann werden wir hier auch schon fertig. Na? Na? Hast du dir das so gedacht? Nee. Und? Und jetzt? Ich werde ein Nein versuchen. Und die Moral? Der Feldpostbrief im schweren Ringen soll Front und Heimat Stärkung bringen. Zwischen 1939 und 1945 bekämpften sich die am Zweiten Weltkrieg beteiligten Nationen in den Lufträumen über Europa und dem Pazifischen Ozean in einem tödlichen Wettkampf. Es ging um die Eroberung der Luftherrschaft. Nur wer sie innehatte, konnte auf den Sieg hoffen. Der Kampf in der Luft wurde zum einen von der Qualität des Flugzeuges und zum anderen von den Fähigkeiten und dem Mut des Piloten beeinflusst. Der Luftkrieg des Zweiten Weltkrieges hatte bereits Jahre zuvor auf den Reißbrettern der Flugzeugingenieure und Militärs begonnen. Ihre Visionen und Vorstellungen von den technischen Möglichkeiten wurden in Laboratorien, Versuchswerkstätten und von Testfliegern tausendfach durchgespielt. Seit 1942 verfügte die deutsche Luftwaffe über einen neuen revolutionären Jäger, die Focke Wulf 190. Die von Professor Kurt Tank entworfene Maschine ist einfach gebaut, leicht, aber trotzdem gut gepanzert und schön proportioniert. Die Tragflächen konnten Druckkräfte aushalten, bei denen andere Flugzeuge auseinandergebrochen wären. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 685 Kilometern ermöglichte der 190 sowohl der Spitfire wie auch der Thunderbolt einfach davon zu fliegen. Um ein Mittel zur Bekämpfung der neuen Focke Wulf 190 zu bekommen, glaubte die Royal Air Force, auf eine bereits im Jahre 1940 gebaute Maschine, die Hawker Typhoon, zurückgreifen zu können. Obwohl das Flugwerk strukturelle Probleme aufwies, wurden insgesamt 3.330 Maschinen in Dienst gestellt. Die Typhoon war in ihrer Rolle als Abfangjäger eine herbe Enttäuschung. Den hohen Anforderungen des Luftkampfes konnte sie nicht annähernd gerecht werden. Sie wurde deshalb zum Jagdbomber umfunktioniert. Die Royal Air Force verlor durch diese Maschine viele gute Jagdpiloten. Einem Vergleich mit der 190 konnte sie nicht einmal im Ansatz gerecht werden. Viele Typhoons stürzten ohne Feindeinwirkung ab. Die Me-262 beendet im Juli 1944 abrupt die technische Vorherrschaft der Mustang. Ihre Geschwindigkeit von 870 Kilometern ließ den neuen Düsenjäger wie einen Pfeil über den Himmel schießen. Wieder hatten die Deutschen den technischen Wettlauf klar für sich entschieden und waren dem Gegner diesmal weit davongezogen. Das nahende Kriegsende und die zu geringen Stückzahlen dieses neuen deutschen Jägers konnten jedoch keine Wende mehr im Luftkrieg zugunsten der Deutschen bewirken. Der akute Treibstoffmangel, unter dem die Luftwaffe ab Januar 1945 zu leiden hatte, machte Starts oft unmöglich. Viele Maschinen wurden daher am Boden das Opfer feindlicher Tieffliegerangriffe. Im Frühjahr 1945 konnte die Luftwaffe den hoffnungslos an Zahl überlegenen Gegner nichts mehr entgegensetzen. Am 8. Mai 1945 musste die deutsche Armee vor der Übermacht der alliierten Streitkräfte kapitulieren. Alarm bei der Flak-Artillerie. Englische Jäger und Bomber greifen an. Thank you.
Kampf ein und versprengen den englischen Verband. Das blieb von einem englischen Bomber übrig. Englische Jäger versuchen den Rückzug der Bomber zu decken. Ein Teil von ihnen wird abgeschossen, der Rest vertrieben. Wieder greift ein Britter an. In Brand geschossen. Wolken unserer Flakartillerie, die im Zusammenwirken mit unseren Jägern dem Feind den Weg verlegt. Prahlerisch angekündigte Non-Stop-Offensive der britischen Luftwaffe zur Entlastung der bolschewistischen Bundesgenossen ist im Feuer unserer Flak-Artillerie und in den Gegenangriffen unserer Jagd- und Kampfgeschwader zusammengebrochen. Seit dem Beginn des Ostfeldzuges haben die Briten bei diesen wirkungslosen Angriffen auf die Kanalküste weit über 1400 Flugzeuge verloren. Zwischen Ostende und La Havre häufen sich die Trümmer der vernichteten feindlichen Flugzeuge. Die Jagdmaschine wackelt zum Zeichen des Sieges. Oberstleutnant Galland ist gelandet. So wurde der Gegner gepackt und so wurde er erledigt. Unter Beschuss genommen. Unsere Jäger und Zerstörer starten. Gehen auf die befohlene Kampfhöhe. Der erste Pulk amerikanischer Bomber wird gesichtet und sofort zum Kampf gestellt. So schloss, wie der Gegner anfliegt, treten unsere Jäger und Zerstörer ihm entgegen. Eine Feindmaschine ist abgedrängt und liegt unter schwerem Beschuss. Unsere angreifenden Besatzungen durchstoßen die starke Abwehr auf den Heckständen der Viermotorigen. Ein Pulk. Neue Wellen des Gegners fliegen dicht geschlossen in einen Raum ein, dessen Überwachung ein größerer deutscher Verband bereits übernommen hat. Die Luftschlacht ist in vollem Gange. Die Maschine ist ausgefährt. Im Sturzflug in den feindlichen Pulk.
Schlagen aus den Motoren. Ein USA-Luftgangster springt mit dem Fallschirm ab. Trümmer abgeschossener Maschinen. Von Hollands Küste bis nach Mitteldeutschland kennzeichnen die Wracks von mehr als 150 abgeschossenen Feindflugzeugen Flugweg und Schlachtraum. Gefangene Luftgangster. Gesichter, die noch die Schatten schwersten Kampfes tragen, verwundet und mit letzter Not dem Tode entronnen. Erstes Verhör. Rückkehr einer deutschen Zerstörerstaffel. Er hat was abgeschossen. Atemlos von Flug und Kampf, strahlend über den Erfolg. Ja, wie war nun der Augenblick, als Sie zum ersten Mal diesen Amerikanerpulk gesehen haben? In 6000 Meter lag, sahen wir gleich vor uns 80 bis 120 Amerikaner. Wir fuhren dann von vorne an. Ich hatte gerade den rechtsaußen fliegenden vor mir, nahm ihn auf Ziel und kurz vorher, bevor wir es rannten, haben wir sämtliche Knöpfe gedrückt und ihm die ganze Kanzel voll geschossen. Dann zogen wir durch und die Amerikaner schossen wie wild hinter uns her. Beim Wegziehen sah ich dann noch, wie der Amerikaner aus dem Verband raus schob und dann im Sturzflug in den Boden runterstürzte. Und dann sind wir durch den Verband durchgebraut. Oberfeldwebel Jagd, sagen Sie mal, haben Sie auch gesehen, wie andere Kameraden abgeschossen haben, oder wie die Maschinen in der Luft auseinandergeplatzt sind? Ja, ich sah eine 110, die machte sich an einen Vogel ran, und zwar eine Fortress, die flog rechts außen. Die schien irgendwie schon lahm geschossen zu sein, das konnte ich nicht genau erkennen. Jedenfalls kam die 110 schön schnell ran, beschoss die aus ca. 200 Meter Entfernung, und sofort brannte die ganze linke Fläche, die ging steil nach unten weg. Sah ich mehrere Fallschirme, so nacheinander, das sah ganz fantastisch aus, so ein weißer Pilz nach dem anderen, war vielleicht einige tausend Meter, so ein bis 2000 Meter tiefer zu sehen. Die pendelten wild durcheinander, bis sie dann nachher auf dem Boden aufschlugen. Besatzungen gelandeter Jagdstaffeln melden sich nach dem Einsatz beim Kommandeur zurück. Freudigen Gesichtern werden die ersten Abschussmeldungen gegeben. Einige dieser jungen Flugzeugführer hatten in dieser Luftschlacht ihre erste Feindberührung und den ersten Abschuss. Zu Beginn des Jahres 1943 nahm die Intensität der alliierten Luftangriffe weiter zu. Heftige Duelle zwischen deutschen Nachtjägern und den britischen Bombern fanden regelmäßig im Feuerschein der brennenden Städte am nächtlichen Himmel über Deutschland statt, während die Tagangriffe von den Amerikanern vorgetragen wurden. In den ersten 8 Monaten des Jahres 1943 wurden allein von der Royal Air Force bei ihren Nachtangriffen folgende deutsche Städte schwer getroffen. Hamburg wurde mit 11.000 Tonnen Bomben belegt. Auf Essen fielen 9.000 Tonnen. Köln wurde mit 8.000 Tonnen und Duisburg mit 6.000 Tonnen Spreng- und Brandbomben angegriffen.
Mit nur 5000 Tonnen kamen Düsseldorf und Nürnberg davon. Das Deutsche Reich hatte zu spüren bekommen, dass es kein Dach mehr über dem Kopf hatte. Die Vorboten einer weiteren Welle der Vernichtung kündigten sich bereits für das fünfte Kriegsjahr an. Die Alliierten gingen 1943 dazu über, die einfliegenden Bomberverbände mit Begleitjägern zu schützen. Bis dato hatten es die deutsche Me 109 und Focke Wulf 190 nur mit zwei- und viermotorigen Bombern zu tun. Nun mussten sie zuerst den die Bomberstaffeln umgebenden Ring der Begleitjäger durchbrechen, um überhaupt zum Angriff auf einen Bomber ansetzen zu können. Dementsprechend hoch waren die Verluste. Dementsprechend sanken immer mehr die Abschusszahlen bei den Bombern. Die Luftherrschaft über Deutschland wurde jetzt von den Alliierten ausgeübt. Die deutschen Verbände konnten allenfalls versuchen, sie auf ihren Wegen zu den ausgesuchten Zielen zu behindern. Am 13. Dezember 1943 griffen 1462 viermotorige US-Bomber Hamburg bei Tag an. Obwohl nur 45 Mustangs den Riesenverband schützten, konnten nur 16 Bomber herausgeschossen werden. Ein niederschmetterndes Ergebnis für die deutschen Jäger. Das Jahr 1944 wurde für die deutsche Tagjagd noch härter und verlustreicher als alles vorangegangen. Es begann mit dem Opfergang der Jagdverbände in der Reichsverteidigung. Viele erfolgreiche Verbandsführer starben im Luftkampf. Jagdfliegerische Erfahrung genügte nicht mehr. Die Übermacht des Gegners war einfach zu groß. In einem Flugsicherungskommando des rheinisch-westfälischen Luftkriegsgebietes. Feindliche Bomber im Anflug. Alarm für die Abwehr. Bei der Flakartillerie. Bei den Nachtjägern. Die feindliche Spitze hat die Grenze eines Sperrkreises überflogen. Fliegeralarm! Scheinwerfer spielen gegen Nordwest. Da, der erste Brite. Schweres Feuer schlägt ihm entgegen. Nach jedem Angriff meldet der Wehrmachtbericht empfindliche Feindverluste. Am anderen Morgen. Diese Aufnahmen stammen aus Krefeld. Wenige Stunden nach einem Terrorangriff britisch-amerikanischer Bomber. Das Innere der alten evangelischen Kirche steht noch in hellen Flammen. Im Laufe der Bombennacht in einer Befehlsstelle der Luftschutzpolizei. Hier strömen die einzelnen Schadensmeldungen zusammen. Von dieser Zentrale aus wird der gesamte Einsatz der Feuerlöschkräfte gelenkt. Aus den Nachbarstädten werden motorisierte Bereitschaften herangezogen. Mädchen und Frauen helfen bei der Gemeinschaftsverpflegung. Das Essen wird in Feldküchen zubereitet. Es ist kräftig und schmackhaft. Die Feldküchen rollen zu den Verteilungsstellen, wo das Essen durch die NSV und das Deutsche Rote Kreuz ausgegeben wird. Auf dem Oberwilker Markt in Düsseldorf.
Hier werden täglich bis zu 50.000 warme Mahlzeiten verteilt. Zehntausende von Broten werden täglich aufgeschnitten. Allein diese Verteilungsstelle gibt täglich 38.000 belegte Butterbrote aus. Für die schwer geprüfte Bevölkerung, die ihre ganze Habe verloren hat, wird das Menschenmögliche getan. Sie trägt ihr hartes Los mit bewunderungswürdiger Haltung. Das sind besonders gesuchte Ziele der englisch-amerikanischen Bombenschützen. Kirchen und Kulturdenkmäler, Kinder- und Säuglingsheime und Krankenhäuser. Unersetzliche Kulturgüter und Kunstschätze gehen hier der Welt durch die teuflische Zerstörungswut des Feindes verloren. Trotz schwerer Zerstörungen und erheblicher Opfer an Gefallenen geht das Leben weiter. Schon werden neue Oberleitungskabel für die Straßenbahnen gezogen. Über stromlose Strecken werden die Straßenbahnwagen geschleppt. Das Leid der Bevölkerung im westdeutschen Luftkriegsgebiet ist mehr. Aber ungebrochen ist ihr Widerstandswille gegen den britisch-amerikanischen Luftterror. Durch Funkspruch wird der Feind Einflug an die Küsten und Beobachtungsstationen gemeldet. Auf dem Befehlsstand eines Flugsicherungskommandos wird die Flugrichtung der englischen Bomber genau verfolgt und weitergemeldet. Start der Nachtjäger. Die auf der Einflugstrecke der feindlichen Verbände liegenden Flakbatterien feuern. Scheinwerfer tasten den nächtlichen Himmel ab. Jetzt haben sie einen Briten gefasst. Auf dem Befehlsstand der Nachtjäger. Durch Funkverbindung werden die Jäger an den Gegner herangeführt. Befehl erhalten. Die Maschine wird heruntergedrückt. Der Feind liegt im Visier. Feuer! Auseinandergerissen stürzt der Brite ab. Starke feindliche Bomberverbände nähern sich auf verschiedenen Kursen dem Reichsgebiet. Noch ist der Schwerpunkt ihres Zieles ungewiss. Der Alarm eilt dem Feind voraus. In den Gefechtsständen der deutschen Abwehrverbände in den besetzten Gebieten und an der Küste werden die Besatzungen alarmiert. Starten unsere Verbände, um den Feind schon lange vor Erreichen seiner vermutlichen Ziele anzugreifen. Über See und über dem Küstenvorland stoßen Jäger und Zerstörer auf den Feind. Ein dicker Pulk, vorne ein Feindjäger. Unsere Verbände stürzen sich auf den Gegner.
Leitwerk und Motoren. Der Jäger zieht seine Maschine zum neuen Angriff hoch. Auf 50 Meter am Feind. Da fällt er in die Tiefe. Andere Teile des Gegners drängen jetzt auf Berlin. Auch ihr Flugweg wird in den Gefechtsständen genau verfolgt. Luftkampf bedeuten die Kreuze. Neue Jagdverbände werden an den Feind herangeführt. Hier stürzen sie sich mitten in den Pulk. Notwurf. Die Bomben fallen ins freie Feld. Deutsche Zerstörer greifen geschlossen an. Der Bomber brennt. Die Terrorbomber haben das Vorfeld Berlins erreicht. Achtung, Achtung! Luftalarmmeldung vom Divisionsgefechtsstand. Die Spitzen der gemeldeten feindlichen Verbände haben sich der Reichshauptstadt so weit genähert, dass jetzt auch für das Stadtgebiet Fliegeralarm gegeben werden musste. Die Reichshauptstadt bereitet sich vor. Schutzräume füllen sich. Die Bereitschaften der Feuerwehr und des Sicherheits- und Hilfsdienstes fahren in ihre Alarmräume. Achtung, Achtung! Luftalarmmeldung vom Divisionsgefechtsstand. Eine Welle der feindlichen Flugzeuge hat die Flakzone im Süden erreicht und wird durch Flakartillerie bekämpft. Feindliche Verbände sind jetzt von Süden und von Westen eingedrungen und befinden sich über dem Stadtgebiet. Die Abwehrtätigkeit durch Flakartillerie und Jäger ist im vollen Gange. Die Schützen in den Heckständen wehren sich ihre Haut. Zerstörer greifen erneut an. Zwei Feindbomber brennen.
Batterien schwerer und leichter Flak bekämpfen Bomber- und Luftlandeverbände. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht. Leuchtkugeln steigen aus dem Dunkel auf. Stoßtrupps der Infanterie bei der ersten nächtlichen Berührung mit aus der Luft gelandeten Gegnern. Vorpostenboote geben die Meldung, dass größere Schiffseinheiten sich der Minensperre nähern. An einigen Stellen der Atlantikfront treten schon jetzt die schweren Kaliber in Aktion. Die gesamte Abwehrfront ist im Alarmzustand. Schnelle Einheiten der deutschen Kriegsmarine setzen zu nächtlichen Gegenstößen an. Volltreffer! Anglo-amerikanische Bomber im Anflug. Flak-Artillerie nimmt die angreifenden Verbände unter Feuer. Bomberwellen bringen dem andrängenden Gegner laufend Unterstützung.